Mein Name ist Callcenter Kascha und im heutigen Hörspiel tanzen wir mal Limbo unter der Messlatte des geistigen Horizontes der Betrüger durch. Ich kann euch versichern, dass es sehr flach wird, denn wenn die geistige Sonne sehr tief steht am Horizont, dann werfen auch solche Zwerge lange Schatten. Viel Spaß mit den Anrufen und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo? Ich spreche mit Stephanius Regensburger. Regensburger, ja. Ja, lieber Herr, Sie haben Interesse an Kryptowährungen gezeigt und Sie haben ein Anlagekonto auf unserer Handelsplattform erstellt. Richtig? Wer spricht denn da Handy ist mein überhaupt? Name. Handy Horst, mein Name. Ich bin Ihr Kontoberater, ja? Ja? Ja. Und ich wollte fragen, ob Sie Erfahrung mit Finanzmarkt haben. Von welcher Firma sind Sie denn? Unser Unternehmen heißt Limbo Finance. Wir regulieren von deutschen Börsen. Ah ja, okay. Limbo Okay. Finanz, ja, okay. Ja. Gut. Ja, Sie haben schon ein Anlagekonto eröffnet. Ja, aber wie ich sehe, Ihr Konto noch nicht aktiv. Weil für Aktivierung, ja, man muss 250 Euro als mindestes Betrag, ja, eine Einzahlung machen und danach weiter mit diesem Geld mit unserer Finanzexperte zusammenarbeiten. Ja? Ja. Okay, und ja, habe ich gefragt, haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Das ist sehr wichtig, ja, Ja, für unsere Experten. ich habe früher mal mit Immobilien was gemacht. Okay, haben Sie alleine oder mit Broker gearbeitet? Und das habe ich alleine gemacht. Und hat geklappt? Natürlich. Sehr gut. Und ja, nächste Frage, lieber Herr. Haben Sie beschlossen, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Nee, habe ich noch nicht beschlossen. Ich weiß ja gar nicht, was bieten Sie denn? Es gibt drei unterschiedliche Beträge. Ja, 250 Euro, eine mit 500 Euro und 1000 Euro. Jeder Anfänger bekommt von unserem Unternehmen Bonusgeld für 250 Euro. Es ist 75 Euro von unserer Seite. Für 500 Euro 150 Bonus und für 1000 Euro es ist 300. Das Ja. heißt, nach Kontoaktivierung, Sie werden auf Ihre Balance nicht nur das, was Sie eingezahlt haben, sondern unsere Bonus auch zusammen, ja, gemischt sehen. Und Arbeit, ja, wir haben zwei Plattformen. Normalerweise für Rentner, die alten Leute, dass die Computer nicht durchbenutzen kann, ja. Wir haben automatisierte System. Das heißt, Computer macht das alle automatisch. Und ja, Kunde wollte nur das Balance anschauen, ja, manchmal kontrollieren. Und es gibt ja zweite Plattformen, wo Kunde kann mit unserer Finanzexperte zusammen und von unserer Seite VIP-Signale bekommen und mit diesen Signalen ja investieren und Profit bekommen. Ja, das war's, lieber Herr. Von wem bekommen Sie denn die VIP-Signale? Von unseren Experten. Sie werden per E-Mail und telefonisch ja erreichbar. Und ja, von Experten, Kunde bekommt VIP-Signale, zum Beispiel Zeit und ja, wie viel Betrag, wo muss so investieren und wann muss das Investierung wieder schließen und Profit ja bekommen. Ja, und woher bekommen Ihre Experten die Signale? Die sind hochprofessionelle Leute, die haben mindestens 7 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und ja, die benutzen mehrere Programme, damit die Signale weitergeben kann, ja. Okay, und Ihr automatisches System, wie funktioniert das? Automatisiertes System, das Kunde wollte nur einen Knopf drücken, danach Computer, das automatisierte Software, Ja, welche ist öffnet das denn? die Hand. Welche automatisierte Software ist das denn? Das ist für Robot von Limbo Finance. Das ist Plattform, wo Computer arbeitet selbst, ja?
Ja, das heißt, Sie benutzen keinen MetaTrader. Doch, MetaTrader. Normalerweise Ja, warum im sagen Sie da Beruf nicht steht Meti? immer, Warum sagen Sie da nicht MetaTrader? weil Plattform heißt Limbo Finance. Aber grundlich, ja, alle kommt von MetaTrader 5, ja. Ja, die Plattform ist ja egal. Ich habe ja gefragt, nach welchem System ihr arbeitet, ihr automatisches System. Haben Sie, das ist MetaTrader. Haben Okay, Sie schon und Ahnung, ja. welchen MetaTrader nutzen Sie? Wie bitte? Und welche Version des MetaTrader nutzen Sie? Letzte, fünfte. Gut. Und Sie sagten, dass der MetaTrader würde automatisch Optionen oder Dinger hier öffnen, also die Möglichkeiten oder. Kunde wollte nur von ihrer Seite ja einen Knopf drücken, danach gibt weiter, dass Computer für sie arbeiten kann, ja? Ja gut, aber Das heißt, der Kunde Meta. wollte nur die Balance anschauen und das war's. Ja, aber Die der. andere macht alle Hallo, Robotsysteme hallo, nicht selbst. einfach mal reden, auch mal zuhören. Der Meta Weil so. Sie haben gefragt, lieber Herr. Ja, und Sie reden So und soll ich reden und reden. beantworten. Darf ich jetzt fragen? Bitte schön, bitte schön. Also, der MetaTrader öffnet ja nicht eigenständig irgendwelche Optionen. Das muss man per Hand machen. Wieso sagen Sie, der MetaTrader öffnet eigenständig irgendwelche Handelsoptionen? Das macht der MetaTrader nicht. So, Grund kommt von MetaTrader 5, aber Robot von Limbo Finance. Ja? Ja, ich weiß, dass man kann nicht so mit automatisierter Software im MetaTrader arbeiten. Aber Grund, woher kommt dieses ganze Signale, das macht MetaTrader. Roboter nimmt das von MetaTrader. Ich sage so. Ah ja, naja gut, okay. Das ist prima. Und mit was kann man bei Ihnen handeln? Mit welchen mö welche Mindestens Möglichkeit? Betrag Hallo, ja, hallo, 250. ich war noch nicht fertig. Ich habe gefragt, was kann ich Ihnen bei Ihnen handeln? Fast alle Aktionen, was es im Finanzmarkt gibt, ja. Kann ich also auch Rinderhäfen handeln? Aktien, Kryptowährungen und so weiter. Kann ich auch Rinderhälften und Schweinehälften handeln? Wiederholen Sie bitte. Kann ich auch Rinderhälften und Schweinehälften handeln? Ja, können Sie durch. Ah ja, das ist doch schön. Das wollte ich ja nur wissen. Ist doch prima. Gut. Sehr schön. Was ist daran lustig? Weil Sie lachen? Nein, nein, ich höre zu. Ja, aber Sie haben doch gelacht. Was war daran Kann lustig? sein, darf nicht. Was? Man darf nicht. Doch, aber wir reden hier um Geld. Und das ist nicht lustig. Lieber Herr, ich bin verantwortlich, dass meine Arbeit ist so, ja. Ich helfe Kunden, damit die richtig sich registrieren kann und Zugriff zu Finanzmärkten bekommen. Aber Sie haben so viele Fragen gegeben, Natürlich, ich kann klar, nicht logisch. alle beantworten, weil Naja, ja dann geben Sie mich mal, dann geben Sie. Für diese wir haben so Finanzexperte. Ja, Das heißt, Experte dann kann geben Sie mich weiter mal weiter an einen assistieren. Finanzexperten, der meine Fragen beantworten kann. Das kann ich gleich machen, wenn Sie Gut, das prima, wollen, ja? los, dann machen Sie mal. Okay, dann bleiben Sie bitte kurz am Apparat. Natürlich. Hallo? Hallo? Ja, lieber Herr, die sind zurzeit alle beschäftigt. Wenn Sie ja wollen, dann ich kann in 5 Minuten das. Ja, von meiner Seite weiterleiten, damit sie ihre Finanzexperten zusammensprechen kann, ja? Ja, dann soll er mich anrufen. Ich melde mich selbst. Ja gut, aber das macht ja wenig Sinn, wenn Sie keine Fragen beantworten können. Weil ich habe gesagt, ich bin verantwortlich von meiner Seite. Ich kann nur Konto aktivieren. Ja, eben, Richtig, ja? Aber so viel Erfahrung deswegen macht es, wie Sie, hallo, ich habe nicht. hallo, Hallo. ja, Ja. so, also, es macht doch wenig Sinn, wenn Sie Also. sich, lassen Sie mich ausreden,
Wenn Sie, es macht doch wenig Sinn, wenn Sie sich melden und Sie gar keine Antworten auf meine Fragen haben. Deswegen soll sich der Finanzmensch bei mir melden und nicht Sie. Ja, aber Finanzexperte kann nur Signale geben und alle, was Sie haben gerade gefragt, ja, das ist hochprofessional. Das heißt, Sie haben mehr Erfahrung als ich. Ja, das kann durchaus sein, dass Sie ziemlich... Ich habe dieses Robotsystem nicht benutzen und ja, habe ich schon ein bisschen Erfahrung, aber nicht so viel. Reden. Hören Sie doch einfach mal zu. Bitte sprechen Sie mit Respekt, weil ich habe ja, mit Sie, Ihnen Sie, und, mit so, pur, Sie unterbrechen mich permanent. Gesprochen. Nein, haben Sie nicht. Sie labern und Sie kommen gar nicht zum Punkt. Laberst das du. Was? Wir sind doch nicht per Du. Halt mal dein Fresser zu. Ah, so, ein Betrüger, so einfach ist das. Ja. Ja, ein Betrüger. Okay, hallo Betrüger. So? Hallo Betrüger, ja? Ja, natürlich, denke ich so. Ich bin Betrüger und wer bist du? Ich weiß. Ich bin jemand, der gegen Betrüger arbeitet. Und ich habe wieder einen Betrüger erwischt. Und ich stelle das bei YouTube online, damit die ganze Welt sich über dich und deine Firma... Der Betrüger verdient 1000-mal mehr als du, ja? Nee, ich brauche kein Geld. Weißt du, was meine ich? Ich bin nämlich kein Krimineller. Ich bin nämlich kein Krimineller. Sie sind ein dummer Scammer. Nur Esel heutzutage braucht kein Geld. ja, natürlich. Nur Arbeit. Und nur Krimineller redet so wie Esel. Nur Kriminelle redet so. Ich? Ja, genau. Ja, Esel. Ein Hund, ein Krimineller. Auf meiner Seite wäre ich deine Esel. Ja, natürlich. Ja, wir werden uns irgendwann nochmal sprechen. Warum haben Sie sich auf unsere Handelsplattform registriert? Darf ich fragen? Ja, kann ich antworten. Warum haben Ihre persönlichen Daten zu Kann ich gerne sagen, wenn du mich ausreden lässt. Möchtest du mich ausreden lassen? Du bist ein Betrüger, ich sehe das. Ja, okay, also du möchtest mich, du stellst mich Fragen. Ja, natürlich, hervorragend, das möchte ich gerne. Wenn du mich mit mir sprichst, kannst du niemand anderen betrügen. Spielst du mit meiner Zeit jetzt? Richtig, genau, wunderschön, aber erklär doch mal. Erklär doch nochmal. Damit du mit meiner Zeit... Genau, wunderbar, genau. Okay. Möchtest du noch etwas dazu sagen oder möchtest du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas zu den YouTube-Leuten sagen, die dir gerade folgen, die dich gerade auslachen? Na, möchtest du noch was sagen? Deine Erfahrung, du hast von YouTube genommen. Nein, meine Erfahrung ist, dass dumme Betrüger mich anrufen und ganz YouTube lacht über dich, weil du so dumm bist. Aber ich bin kein Betrüger. Ne? Doch, natürlich. Du kannst es ja... Betrüger, ja, dann beweis doch mal, dass du kein Betrüger bist. Wie willst du das beweisen? So. Ich ja, sage, los. Ja, hör mal zu. Hör du zu. Willst du beweisen? Kannst du nicht. Kannst du gar nicht beweisen. Und ich wollte dich registrieren. Meine Daten sind genauso echt wie deine Dame. Meine Daten sind genauso echt wie deine Name. Du steilst es immer noch nicht ganz. Du kannst ja gerne mal beweisen, dass du eine seriöse Firma bist. Möchtest du das beweisen? Okay, ich habe keine Zeit für dich. Ja, siehst du, du kannst es nämlich nicht beweisen, weil du ein Betrüger bist. Nein, du bist bereit, andere Leute zu betrügen. Das bist du. Du bist ein Betrüger, ein kriminelles Arschloch. Das bist du. Ach so, aber von meiner Seite, ich sage nur so, ja. Ja, ich weiß das. Noch nicht. Ja, wunderschön, genau. So kennt man dich. Ja, die Registrierung hat gemacht Herrn Morgenlatte. Richtig. Ja, und es geht um Onlinehandel auf dem Finanzmarkt mit dem Roboter, ein automatisches Handelsverfahrenssystem. Ja? Ja. Und ich habe auch nachgefragt, ob Herr Morgenlatte Erfahrung hat. Und er hat gesagt, nicht. Und werden Sie es handeln oder der Herr Morgenlatte, wie sieht's aus? Wir sind eine Firma und ich bin für den Bereich Marketing zuständig. Okay. Und da haben Sie sich also registriert, um online zu handeln, Geld zu verdienen, ja? So ist es. Ja, bei Tesla waren Sie, genau, auf der Seite, ja. Und das läuft bei uns automatisch, dank dem Roboter. Ja. Nach Aktivieren des Handelskontos werden Sie auch Unterstützung von uns bekommen,
von unserem Finanzanalytiker. Er ist ein Fachmann, der lässt den Roboter installieren. Auf Ihr Handy könnten Sie es haben, auf PC, Laptop, Tablet, wie Sie es wünschen. Ja. Ja? Und dieser Tesla-Roboter, der ist angeschlossen an die New Yorker und Frankfurt Main Börse. Von dort aus bekommt er hochfrequente Signale, bearbeitet diese und lässt die Position auswählen, mit welcher er handelt. Und ihm erwirtschaftet Rendite. Ja. Ja, und dann brauchen Sie sich auch einmalig verifizieren lassen als Handelskontoinhaber. Also wer wird das machen, weiß ich nicht. Sie persönlich oder? Ja, das mache ich jemand dann. Muss. Ja, okay, okay. Ja, und dann haben Sie, sind Sie berechtigt, auch die Auszahlungen zu schaffen. Ja, sowohl als auch. Ein wie Auszahlung. Ja. Ja, ja, ja. Einzahlung, ja, und Auszahlung, ja. Das machen Sie dann. Und auf jeden Fall, wenn Sie eine Auszahlung tätigen werden, dann bekommen wir auch unser Mitgewinn, 3%. Automatisch werden abgezogen von dem Betrag. Was ist denn ein Mitgewinn? Bitte? Was ist denn ein Mitgewinn? Naja, das ist automatisch. Wenn Sie einen Renditenbetrag auszahlen lassen werden, ja, dann automatisch werden 3% abgezogen von dem Betrag, was Sie zum Auszahlen gebracht hätten. Ja, das ist eine Provision, aber das ist doch kein Mitgewinn. Naja, das ist auch, kann man das auch so sagen? Nee, Mitgewinn also kann man nicht sagen, das ist Provision. Naja, ist egal, wie man das auch nee, nimmt. Das ist nicht, wir das ist nicht egal. Doch, egal. Nein, das ist nicht also, egal. Bei Ihrer okay, Firma ist sowas egal, okay. Wie man etwas nennt, ist egal. Ja, also sagen wir so, dass also Provision kriegen wir diese 3%, okay. Ja, eben. Aber warum sagen nur, Sie dann die Provision, auszahlen. Warum sagen Sie dann Mitgewinn? Mitgewinn, was ist denn ein Mitgewinn? Ja, deshalb, also, das, da verdienen wir nur dann, wenn Sie die Auszahlungen tätigen. Ja, das nennt sich Provision. Ja, okay, okay. Ist schon seltsam, dass bei Ihnen manche Begriffe ganz anders heißen. Okay, gut, okay. Naja, okay. Ja, welches war, ja. Wie, Tesla war die Firma? Ist das die Firma mit dem Auto? Nein, das ist das Tesla, ja, mit Elon Musk doch verbunden, ja. Aha. Die Entwicklung, also diese Roboter, das kommt auch von Elon Musk. Okay. Dieser dann, Roboter ist angeschlossen dann an die New York und Frankfurt Main Börse. Okay, dann können Sie mir mal bitte sagen, wie heißt Ihre Plattform dann? Ja, das kann ich auch sagen, weil gut, wir sind machen bei Sie das doch mal einfach mal. Ja, und dann haben, ja, da haben wir auch Metaverse World, ja. Die Plattform. Wie? Metaverse World. Mit? Die Plattform. Können Sie es mal buchstabieren? Ja, M wie Michael, E wie Emil, T wie Theodor, A wie Anton, dann kommt V. Dann E wie Emil, R wie Richard, dann S wie Siegfried, E wie Emil und dann S wie Siegfried und dann World, also Welt auf Englisch. Meta versus World. World, ja. Okay, ganz und genau. Dann und dann .com.de. .com. Meta versus World.com. Ist Ihre Plattform? Ja. Ja. Okay, dann schauen wir doch einfach mal. Ja, wenn Sie, also dann könnten Sie es auf der Plattform handeln. Hallo? Ja. Meta versus World. Ja. Nee. Da ist keine Seite. Nee, die Seite gibt's so nicht. Naja, nee, gibt es doch, auf jeden Fall. Nee, da wird man weitergeleitet, da wird man weitergeleitet zu dan.com, dass man Domains kaufen soll. Also ist es offensichtlich nicht Ihre... Meta versus World.com. Die steht zum Verkauf.
Oskar-Richard-Gustav. Oskar-Richard-Gustav. Ach so, ja, ganz genau. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ja, also da habe ich mal kommen. Also wenn ich mal im Internet nachschaue, dann gebe ich einfach ein den Namen von Plattform und dann komme ich auf die. Also jetzt habe ich eingegeben metaversusworld.org, die wird auch nicht gefunden. Naja, da vielleicht haben Sie ein Antivirusprogramm oder sowas. Wieso haben wir Sie Viren auf Ihrer Webseite? Nee, Sie haben. Und deshalb könnte es auch sein. Ich habe keine Viren. Ich sehe in meinem Browser, wir haben jetzt bei zwei Rechnern probiert, dass die Seite metaversusworld.org nicht existiert. Die gibt es nicht. Nee, gibt es. Nein, gibt es nicht. Sage ich doch. Nee, vielleicht machen Sie doch einen Fehler. Nein, ich habe genau das eingegeben, was Sie gesagt haben. Naja, okay. Lassen mich doch mal ausreden. Metaversusworld.org habe ich jetzt eingegeben. Ja. Die gibt es nicht, die Seite. Die gibt es nicht. Wieso gibt es nicht? Ja, das weiß ich nicht. Die gibt es nicht. Ich habe es jetzt auf dem zweiten Rechner probiert. Die Seite gibt es nicht. Ja, und versuchen Sie noch mit einem. Vielleicht haben Sie noch ein Gerät, dann können Sie noch mal versuchen. Okay, ich probiere es jetzt noch mal auf dem Handy. Nee, gibt's auch nicht. Na, Sie kennen sich ja gut aus mit Ihrer eigenen Webseite. Nee, das kann ich nicht mich vorstellen und machen. Wieso könnten Sie es nicht auffinden? Ja, weil es die Seite nicht gibt. Die Seite gibt es nicht. Das kann nicht sein, dass es die Seite nicht gibt. Das ist so. Nee. Buchstabieren Sie es doch mal. Buchstabieren Sie es doch nochmal. Habe ich genau gesagt. Ja, und ich habe genau das geschrieben. Metaversusworld.org. World, ja, ja. .org. Ja, O-R-G. Ja, und .com habe ich probiert. Die ist zum Verkauf, die ist nicht Ihre. Metaversusworld.org gibt es gar nicht. Sie kennen sich ja richtig gut aus mit Ihrer eigenen Webseite. Ja, und machen Sie dann also noch, versuchen Sie nochmal ein anderes einzugeben, vielleicht kommen Sie dran, Metaverse World, dann Punkt, dann investing.com noch dazu. Ach, also eine ganz andere Firma. Nee, das ist die gleiche. Nein, metaversusworld.org ist eine Domain und investing irgendwas ist eine andere Domain, kann ja nicht die gleiche sein. Kann doch, auf jeden Fall. Nein, kann nicht. Eine Domain ist immer einer bestimmten Adresse zugeordnet. Und eine Domain ist nicht für verschiedene Adressen zugeordnet. Ja, und Sie haben so eine große Kenntnis. Ja, richtig, ich bin ITler. Ja, und warum finden Sie nicht? Warum weil es die nicht gibt. Weil es die nicht gibt. Weil es die nicht gibt. Ja. Nee, gibt doch. Nein, bei gibt mir es gibt nicht. Es auf dem Rechner. Ja, nein. Ja. Dann buchstabieren Sie es doch nochmal. Vielleicht habe ich es ja falsch geschrieben. Habe ich schon. Ja, dann habe gut. Habe ich schon. Gut, wenn Sie sagen, Sie haben es richtig buchstabiert und ich finde die Seite nicht, obwohl ich genau das eingegeben habe, was Sie gesagt haben, und Sie sagen, die Seite gibt es, dann haben Sie einen Fehler gemacht. Vielleicht haben Sie es falsch buchstabiert. Jedenfalls, die Seite gibt es nicht. .org ist zum Verkauf, .com ist zum Verkauf. Die gehört nicht Ihnen. .org ist gar nicht auffindbar. Also, Sie kennen sich scheinbar gar nicht aus im Internet. Ja, ich kann dann nochmal eine Seite rauskriegen. Also, Augenblick, dass Sie doch mal noch einen Versuch machen werden. Ja, ich hatte ja angeboten, dass Sie es nochmal sauber buchstabieren. Aber das wollten Sie ja nicht. Okay, ich buchstabiere. Ja. Dann lassen Sie FV eingeben. Was? Dann Meta, Meta wird mit M angefangen. Nein, vergessen Sie. Also geben Sie nochmal ein mit V, dann E wie Emil, dann R wie Richard. V
Dann Augenblick, V-E-R. Dann B wie Peter. Ja. Ja, dann I wie Ida und S wie Siegfried. Und T wie Theodor. Ja, und nun? Und dann kommt D wie Dora, I wie Emil, C wie Cäsar und H wie Hotel. Hallo Scammer, hallo Betrüger. Ja, zu dumm, die eigene Webseite zu nennen. Ich lach dich aus, bist du dumm? Naja, ja, bist weil du sind dumm? Auch kein... also, ich lach dich aus, dummer Betrüger. Dummer, dummer Betrüger. Kennt seine eigene Webseite nicht und so will er Geschäfte machen. Ich lach dich aus. Ja, aber ja, ich lach dich aus. Auch, weil einmal haben sie den Namen eingegeben, Morgenlatte, dann nochmal. Also ja, natürlich, genau. Namen. Genau, ist doch wunderschön, dass wir dir damit Zeit stehen können. In dieser Zeit kannst du niemanden anderen betrügen. Ist doch wunderschön, haben wir doch genau das erreicht. Dummer Betrüger. Ja, schön. Ja, genau, haben schön, wir genau schön. Das erreicht. Ja, schön, dann freuen Sie. Ja, das freut mich auch. Das freut mich sehr. Lassen Sie sich eine eingießen und trinken Sie auf Ihr Wohl. Ja, da sind Sie ganz gut. Ist der geil. Ist der schön. Okay. Ja, und? Hast du noch was zu sagen? Vielleicht den ganzen YouTube-Zuschauern? Nee, das... Oh, jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Ja, gibt es einen Link dafür, ja? Natürlich. Dann kann ich auch nachschauen. Natürlich. Ja, schön. Guckst du einfach nach... Gibst du einfach mal ein. Ja. Hast du das? Ich gebe ein. Ja, Moment. Ja. V... E, R, ja. P, I, ja, okay. S, T okay. Und dann S, also C, das gleiche. A, ja, das gleiche. M, M, E, R. Verpiss dich, Scammer. Ja, okay, dann gleichfalls. ja, sagt der schön. Scammer. Das war schön. Ja, das war schön. Das war schön, ne? Ja, freust du dich? Ja, ich freue mich auch. Ja, auch YouTube freut dich über ein neues Video gegen die verfickten Scammer. Und hast du sonst noch, möchtest du der YouTube-Gemeinde noch was sagen? Möchtest du noch mal grüßen? Nee, will ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Du hast ja möchtest du deine Mami grüßen? Ist sie stolz auf dich? Oh. Ja, hallo, Franco Moretti ist am Apparat von Star Markets. Grüß Gott. Herr Siebeneicher. Ja. Sie haben sich doch gerade bei uns eingetragen, nehme ich mal an, oder? An unserer Plattform. Star Markets. Gerade nicht, nein. Star Markets? Oder wann auch immer. Wann auch immer? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Information bekommen, dass Sie sich bei uns eingetragen haben, wir sollen uns da mal bei Ihnen melden und eventuell bei Informationen oder dazu weitergeben, eventuell weiterhelfen mit dem ganzen Registrierung, Verifizierung und so weiter. Von wem haben Sie denn die Information bekommen? Ja, wir sind ja von Star Markets. Ja, aber Sie haben... Melden mich doch von Star Markets. Ja, aber... Die Supportabteilung meldet es uns. Ja gut, aber ich habe... Wurde mir gerade gesagt. Wenn Sie mich mal antworten lassen würden... Sie reden permanent dazwischen. Also wann habe ich mich denn da eingetragen? Könnte ich gerne mal nachfragen nochmal. Ja, genau, das wäre gut. Wurde mir gerade gesagt, ist das so wichtig? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, wollen Sie dranbleiben oder rufe ich Sie gerne nochmal an? Na, ich bleibe dran. In ein paar Sekunden. Bleiben Sie mal kurz dran. Herr Siebeneicher, hallo? Ja. Sind Sie noch dran? Ja. Mir wurde gerade gesagt, von einer Viertelstunde. Nee. Wurde mir gerade gesagt, bestätigt. Nein. Doch. Nein. Ja, wann denn? Wie, was? Sie müssen das noch wissen. Ich war da vor der Viertelstunde noch gar nicht zu Hause. Wer weiß es nicht. Mir wurde das so bestätigt, dass Sie vor einer Viertelstunde sich bei uns eingetragen haben. Nein, das stimmt nicht. Ja. Okay. Wie sieht es denn überhaupt aus, Herr Siebenreicher? Wie sieht was aus? Ja, Sie haben sich doch bei uns registriert. Nein, habe ich nicht. Das sage ich doch gerade. Ich habe es nicht getan. Wer war denn das? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch verifizieren.
Sie müssen ich doch hier dann, einen Richard Wieneicher. Ja, aber E-Mail-Adresse. Ja? Ja, und wer hat die da eingetragen? Ja, wusste ich doch auch gerne. Ja, dazu war. Gibt es ja das Double Opt-in. Hallo, hören Sie doch einfach mal zu. Hören Sie einfach mal zu. Hören Sie doch einfach mal zu. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ja, bitte. Ja, bitte, sagen Sie ja, dann doch. Hören Sie doch einfach mal zu, ohne dazwischen zu reden. Okay. Also, dazu okay. gibt es das Double Opt-in. Das heißt... Ich höre ja. Und Sie reden wieder dazwischen. Also, ich erkläre es jetzt nochmal. Dazu gibt es das sogenannte Double Opt-in. Das heißt, wenn jemand eine Nummer einträgt, müssen Sie diese ich Nummer... Ich höre Sie jetzt auf einmal nicht mehr. Verfickter Penner! Verfickter Penner! Ah, jetzt Hallo. Hört er mich wieder. Jetzt? Ja, natürlich. Ist die Leitung jetzt abgehakt? Ich lach dich aus, du blöder Scammer. Ich lach dich aus, du blöder Scammer. Du bist zu dumm zum Scheißen. Bist du dämlich. Mein Gott, du meinst, das fällt nicht auf? Du meinst, das fällt nicht auf? Sagen Sie mal, geht es Ihnen noch gut? Ah, er versteht mich. Ja, er hat's verstanden. Hallo. Ja, natürlich, natürlich. Der dumme Scammer hat's verstanden. Er gibt vor, Sie, rede doch erstmal, sortier doch erstmal deine Worte. Mein Gott, bist du dumm. Mein Herrn. So, jetzt sortier mal. Hallo. Ah, es lebt wieder. Bitte? Ja, was ist? Ja, ich höre Sie kaum. Ja, Sie natürlich. Sind irgendwas am Reden. Ich höre Sie kaum. Sie haben ganz, Sie haben ganz genau verstanden, was ich gesagt habe. Ich kenne, ja, was haben Sie denn nochmal gesagt? Was reden Sie für Scheiß? Sie haben sich schon eingetragen. Waren Sie das oder waren Sie das nicht? Jetzt verarschen Sie mich doch nicht. Verlieren Sie doch meine Zeit doch nicht. Was soll das? Das genau ist meine Ausgabe. Halten Sie doch mal den Mund und hören Sie zu. Wenn Sie mich fragen, dann hören Sie zu. Wenn Sie mich fragen, dann hören Sie auf, warten Sie auf die Antwort ab. Sagen Sie, ob Sie das sind oder nicht, ob Sie das waren. Hören Sie jetzt zu oder nicht? Hören Sie jetzt zu? Nein? Nein, ich höre doch nicht so. Ja gut, dann brauche ich auch nicht antworten. Dann brauche ich doch auch nicht antworten, wenn Sie nicht zuhören. Also sind Sie alles nur ein dummer... Sie wollen von einer Trading-Plattform sein? Sie sind ein fürchterlich dummer Scammer. Das ist alles. Und ja, jetzt verstehen Sie mich gerade wieder nicht. Ist mir schon klar. Hallo, ja, natürlich. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Nein, machen wir. Wissen Sie, wie viele angebliche Anzeigen ich von Scammer... Ach, schade.